Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein ganz besonderes Spielzeug, denn es ist eins mit einem relativ starken Effekt. Und zusätzlich haben wir sogar auch noch eine Heldentat, die wir dafür bekommen. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein, um was es geht. Wir haben hier einmal das Toy, das schimpft sich Nilith Splitter von Enzoth. Und was macht das gute Ding? Wenn wir es einsetzen, dann opfert es einen Teil unserer sterblichen Essenz und fügt uns selbst Schattenschaden in Höhe von 60% unserer maximalen Gesundheit zu. Im Gegenzug werden wir quasi zu einem Chatriar oder irgendwie sowas, also auf jeden Fall ein Anhänger von Enzoth, verlieren unsere normale Fraktionstreue und dementsprechend ja, dienen wir nur noch Enzoth. Das Ding kann nur in Freien eingesetzt werden, in Kul'Tiras, in Zandalar und in Visionen von Enzoth. Heißt, wir können es quasi, Kul'Tiras, Zandalar ist klar, man kann es auch auf Nashyrta oder in Nashyrta einsetzen und dementsprechend in diesen Angriffsgebieten, die quasi hier von Enzoth angegriffen werden. Ja, ich kann euch das mal kurz zeigen. Wir setzen es ein. Ihr seht, wir haben Leben verloren. Und jetzt sind wir so tentakelmäßig unterwegs, was recht cool aussieht. Wenn ich jetzt in die Gestalten gehe, haben die Gestalten auch diese Tentakel aussehen. Und ihr seht, hier oben haben wir einen Buff drauf. Und jetzt sind hier diese ganzen Enzoth-Dudes, sind jetzt auf einmal mit uns, ja, nicht verbündet, klar. Aber sie sind neutral, also ihr könnt jetzt hier rumlaufen, wie ihr wollt. Ihr könnt das Ding nur im War-Mode einsetzen. Ja, das ist ganz wichtig, ich war hier gerade im Non-War-Mode, bin hergeflogen, wollte das Video aufnehmen, hab gemerkt, ah, shit, ich bin nicht im War-Mode. Und ja, und jetzt ist es auch so, dass ich quasi die Mobs hier trotzdem noch angreifen kann. Ich kann aber alle Allianzspieler und Hordenspieler angreifen. Also ich bin selber Allianzler. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier auch einen anderen Allianzler. Also ihr seht, hier kämpft gerade ein Hordler gegen einen Allianzler und ich kann beide gleichzeitig wegboxen. Ja? Also ich bin quasi jetzt ja, freiwillig, beziehungsweise die sind freiwillig für mich, weil ich kann einfach jeden angreifen. Ich kann auch sogar die Wachen am Schrein angreifen und die sind relativ nervig, muss ich euch sagen, aus eigener Erfahrung. Wenn ihr jetzt hier einen Allianzler angreift am Schrein, der ja eigentlich mit mir verbündet sein sollte, greifen mich diese Wachen tatsächlich auch an. Ja? Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Genau, also das macht soweit das toll und ihr könnt einfach dann, ja, alle möglichen Leute umholzen. Ist ganz praktisch, ihr könnt auch könnt es auch im Warmode in der eigenen Hauptstadt anmachen, in Boralos, und da die Mobs umholzen. Ihr seht, die sind jetzt auch hier neutral mit mir, also ich kann meine eigene Fraktion wegklatschen. Genau. So viel dazu. Das Interessantere ist hier aber, wie wir das Toy bekommen. Und zwar müssen wir als allererstes in einen dieser genannten Zonen, also in Zandalar, in Kul'Tiras, hier in den Angriffen, da bietet es sich an, weil da halt relativ viele Spieler im Moment sind, müssen wir erstmal 10 Spieler der gegnerischen Fraktion töten. Und zwar müssen wir natürlich auch im War-Mode sein. Und sobald wir diese 10 Spieler getötet haben, natürlich ohne zu sterben, kriegen wir einen Buff, den ihr schon alle kennt. Und der nennt sich Allianz-Attentäter oder wenn ihr Horden seid, Horden-Attentäter. Also sprich, ihr müsst ganz normal diesen Attentäter-Buff euch erspielen, bis ihr dementsprechend den habt. Und ja, wichtig ist, für den Buff, ihr dürft die Zone nicht verlassen und ihr dürft dementsprechend nicht irgendwie den War-Mode ausmachen, dürfte klar sein. Also dürft euch jetzt auch nicht in eine Instanzgruppe begeben, also in eine Instanz sich reinporten oder ein BG oder irgendwas oder einfach so aus der Zone rausfliegen, das solltet ihr nicht machen. Also müsst wirklich in dieser Zone bleiben, 10 von der gegnerischen Fraktion töten, ohne zu sterben, dann kriegt ihr den Attentäter-Buff. Und sobald ihr den habt, ist es so, dass ihr eine Quest bekommt. Und diese Quest, die gibt es erst ab 8.3 und zwar haben wir die hier, die heißt Diener von UNZ. An Zott, so rum. Und dann ist es dann hier Druide. Ich habe euch beobachtet. Ich habe euer Blutdurst gespürt. Und dann erzählt halt Enzoth, dass man nur noch ihm dienen soll. Und was müssen wir jetzt hier für die Quest machen? Wir müssen 10 Spieler der eigenen Fraktion umbringen, ohne zu sterben. Heißt, ihr tötet erst 10 Spieler der anderen Fraktion, kriegt diesen Buff. Den haben wir hier oben. Das ist dieses, ja, dieser Attentäter-Buff. Da macht ihr, glaube ich, auch 15% mehr Schaden. Ist manchmal gar nicht so schlecht. Und dann müsst ihr noch 10 Spieler eurer eigenen Fraktion töten. Das kann ein bisschen tricky sein, weil ihr gegen alles feindlich seid. Und außerdem, sobald ihr den Attentäter-Buff habt, kriegt ihr relativ schnell auch einen Bounty. Und wenn ihr einen Bounty habt, sehen alle Leute auf der Map und kriegen einen Haufen Belohnung. Also haben Bock, euch umzubringen. Ja? Dementsprechend kann es sein, dass das sich relativ schwierig gestaltet. Ihr könnt das Ganze in einer Gruppe machen, also ihr könnt eine 5-Mann-Gruppe machen, das ist übrigens eine Quest, deswegen 5-Mann-Gruppe sage ich hier ganz bewusst, ihr könnt eine 5-Mann-Gruppe machen, mit dieser 5-Mann-Gruppe, ich gehe jetzt mal vom Allianzler aus, 5 Hordler umboxen, dürft halt nicht sterben, dann kriegen alle diese Quest, ihr setzt dieses Item an, miteinander seid ihr verbündet, wenn ihr quasi Anhänger von Enzoth seid und das alles einsetzt, seid ihr quasi verbündet
Und ja, könnt dann dementsprechend auch zusammen diese Quest machen und 10 Allianzler dann umboxen. Es geht sogar auch, wie ich das zum Beispiel auch teilweise gemacht habe, ihr könnt einen Spieler in der Gruppe das Item nicht einsetzen lassen und der lässt sich dann umhauen von euch. Das geht sogar auch. Ihr könnt ihn sogar retzen und ihn umhauen und bekommt dann trotzdem Credit. Der eine Spieler hat dann natürlich noch nichts davon. Er hilft dann in Anführungszeichen. Das Problem an der Geschichte ist, dieser eine Spieler wird einen Debuff kriegen, beziehungsweise allgemein die ganzen Spieler kriegen einen Debuff, wenn ihr sie umhaut. Also wenn ich jetzt als Allianzler einen anderen Allianzler umhau, dann bekommt der einen 10-minütigen Debuff. Diesen Debuff kennen wir auch schon aus anderen Systemen wie Bloody Coins. Beziehungsweise wir kennen es von. Oh nee, bei Bloody Coins war es nicht der Fall, aber bei dem Falkenschreiter in Legion war das der Fall. Da hat man auch diesen 10-Minuten-Debuff gekriegt. So ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Diesen Debuff könnt ihr auch entfernen, und zwar indem man einen Boss pullt. Ich habe da ja diese LFR-Taktik, die man anwenden kann, wenn man das quasi jemanden zuschustern möchte. Also damit kann man das auch auf jeden Fall resetten. Und ich bin das halt auch, also beziehungsweise ich werde das jetzt demnächst auch sellen, weil ich halt mehrere Accounts habe und dementsprechend die Chars anbieten kann. Aber man kann es auch auf einem ganz normalen Wege machen, boxt dann einfach ein paar Leute um in der Gruppe, sollte das auch kein Problem sein. Genau, das war es eigentlich soweit mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Wenn euch das Ganze geholfen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.